neue Skins geben sollte, die ja auch mal ordentlich Affenkohle verlangen. So, zack, nächste Medaille. Dann haben wir nur noch eine. Und zwar halbes Geld. Boah, ich hab jetzt eigentlich gar keinen Bock drauf. Wir machen mal ganz. Ne, gechillte, nur primär. Machen wir gechillte. Ich will only den Reißnagelwerfer auf Champs sehen. Ja? So in etwa habe ich die Vorschläge damals im WTF 5 bekommen. Hey, Matex. Aber wir können durchaus Reißnagelwerfer benutzen. Das ist no problem. Ich finde Reißnagelwerfer sind ein ziemlich geiler Tower hier in Dingensen. Im BTE 6. Die sind extrem stark geworden. Ja. Zack, zack. Kein Ding. Mach ich. Mach ich dir. Ich guck noch, aber ich schreibe nichts. Ja, ist in Ordnung. Muss ja nicht. Keiner ist gezwungen, was zu schreiben. Hast du die Miguel Pablo Sache mitbekommen und verfolgt? Wenn ja, was wäre da? Was für ein Zeug? Nee. Ich gehe mal davon aus, irgendwelche YouTuber haben sich wieder ans Bein gekackt. Und machen jetzt ganz doll Mimimi im Internet. Ansonsten wüsste ich nicht, wovon du redest. Sorry, dass ich manchmal was falsch schreibe, aber ich bin noch in der zweiten Klasse. Ach du. Ja, Anne, dann 19:30. Gute Nacht. Zweite Klasse, man wird mit 6 eingeschult. Erste Klasse, 7 Jahre alt? Okay. Dann Abendbrot, waschen, Zähne putzen und ab ins Bett. Ja, gute Nacht. Das geht. Camus macht Flugzeug, Bleikwände und Bleikamo angeheizt. Zeug, hab's heute schon gemacht. Ich verspreche dir. Ja, ich habe gesagt, wird auch bestimmt funktionieren. Aber wenn ich einmal mit irgendwas anfange, dann kommen alle mit. Von wegen, ja, du hast doch das und das gemacht. Ich brauche einmal Hotshots und dann brauche ich hier. Hast du schon jemals halbes Geld geschafft? Ich finde, das ist noch schwerer als Chimps. Habe ich einmal geschafft, ja. Ich habe, glaube ich, ein einziges Match bisher halbes Geld gemacht. Es ist in der Tat sehr, sehr schwer. Aber es toppt Chimps nicht, auf gar keinen Fall. Weil du bei Chimps kein Continue hast, das ist das Problem daran. Du hast bei Chimps musst du wirklich durchziehen. Deswegen halbes Geld ist in der Tat wirklich extrem schwer. Aber ich würde nicht sagen, es ist schwerer als Chimps. Auch wenn ich natürlich in dem Dings auch selber schon geflucht habe, dass es extrem schwierig ist. Seit dem letzten Stream ist ja einiges passiert. War das letzte Mal im September, oder? Der letzte Stream. Letzter Stream war vor 3 Wochen, 2 oder 3 Wochen. So lange ist das noch nicht, ja. Ich bin 7. Klasse, ich bin 7. Klasse. Nice. Geht ihr in dieselbe 7. Klasse? Ja, ohne Reißnagelwerfer auf Chimps funktioniert nicht. Aber so ein leichter schon ganz okay. Na, das funktioniert. Muss mal gucken, ob wir den Morb down kriegen. Oder wir da. Na schnell. Ja, mit dem Morb, glaube ich, kriegen wir nicht down. Wenn wir hier einfach mal Dings noch hinsetzen. So ein Killier-Bumerang. Mal Morb-Druck. Was ist ein schwarzer Rahmen? Schwarzer Rahmen ist, wenn du jede Medaille und den Chimps-Modus auf schwarz absolviert hast, dann kriegt die Map um einen schwarzen Rahmen drumherum. Das ist quasi abgeschlossen. Ja? Und das will ich auf jeden Fall. Ups. Das will ich auf jeden Fall haben. Wir haben natürlich nichts gegen Tarn. Das ist natürlich ungeil. Na gut, dann machen wir doch mal einen kleinen Scharfschützen hier hin. Warum kriegst du einen gratis Wurfpfeilaffen? Wenn du selber BT6 spielen solltest, guck immer mal irgendwie erst im Spiel nach, bevor du irgendwie eine "Warum hast du das und ich nicht?" Frage stellst. Über das Affenwissen kriegt man einen Wurfpfeilaffen kostenlos. Ein Feuerring? Ne, eigentlich nicht, oder? Wahrscheinlich kein Bock drauf. Für mich ist halbes Geld Ads. Ja, wenn man Geldverdoppelungsmodus hat, dann ist halbes Geld natürlich wie normaler Modus. Aber nicht jeder hat halbes Geld, doppeltes Geld. Geldverdoppelungsmodus. Oh, doch mal den Inferno-Ring. Ich Bock drauf. Sieht komisch aus. Ich bin 21 und habe bereits mein Abi. Lul. Nice. Lul. Bester YouTuber, du liest Comments. Ja. Ach, verdammt. Bin nicht so geil, dass ihr mein Leben abzieht.
Ah, tun sie auch nicht. Nice. Nicht gut. Ich habe heute den Eisen. Ja, also ich finde, der zeigt schon heftig die Reißnagelzone. Ne? Also die normale Blunze ist echt übel. Muss ich schon sagen. Du bist ein bisschen Kind. Okay. Lädst du dich rum wieder einzeln hoch? Ja, mache ich, Benedikt. Ich brauche ein bisschen Content. Ab morgen seht ihr dann hoffentlich die erste Folge. Habe ich nicht, da kannte, trotzdem ist der jetzt. Weiß ich nicht, spielen wir gleich danach. Schauen wir mal. Das klang jetzt sehr sarkastisch. Ja, du hast ja selber Lul dahinter geschrieben. Was soll ich denn anderes darauf antworten? Nee, Glückwunsch, wenn das jetzt erst vor kurzem abgeschossen wurde. Snipe, snipe, snipe. Inferno Ring. Ich wollte auch mal im Sandkastenmodus auch mal alle Türme präsentieren, aber ich habe immer ganz viele Ideen, die ich irgendwie nicht umsetze, weil ich keinen Bock drauf habe. Ich habe in meiner To-Do-Liste immer noch übrigens mein Vorhaben, ein Video zu BTN5 zu machen, welche Türme alles Tarns und Leads kaputt machen können. Das habe ich mir, glaube ich, vor anderthalb Jahren so aufgeschrieben. Nice! Strecke auf leicht beendet. Komm, hau